willkommen zum Workshop Verbesserung der böhmisch-neuköllnischen Willkommenskultur. Schon eine andere Veranstaltung? Nee, anders. Ich bringe heute ein paar kurze Gedichte. Der Herbert hat mir allerdings 3 bis 4 Minuten bewilligt. Und ich habe vorhin mal nachgemessen, das sind Netto-Vortragszeit 62,5 Sekunden. Und bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von 163 Silben pro Minute könnte ich so ungefähr auf 3 bis 4 Minuten kommen. Also könnt ihr das überprüfen? Ich habe eine kurze Einleitung ausgedacht, um die Zeit besser aufzuschöpfen. Und bei dem Wort Einleitung, da dachte ich an, Einleitung wassergefährdender Stoffe in den Landwehrkanal und so. Das habe ich schon so lustig gemacht. Heute macht man lieber was anderes. Eine darasophische Infusion von Irritation. Ne? So kann man das ausländisch nennen. Als erstes habe ich ein ganz tolles Angebot bekommen kürzlich von einem Beratungsunternehmen. Den Namen soll ich nicht weiter verraten, aber für die Pfiffigeren unter Ihnen. Klingt schottisch, der Name. Und der Auftrag lautete, Originalzitat, kündigen Sie das Sponsoring eines weltweit bekannten deutschen Unternehmens an. Kurz, knapp, trefflicher. Schnell reagiert, so in Echtzeit nahezu. Und die haben auch schnell reagiert, allerdings Ablehnung. Dabei hatte ich mir so einen tollen Text ausgedacht. Naja, jetzt kann ich den ja vortragen. Und zwar, der Text lautet Soli-Beitrag Südost. Nach Beratung durch McKinsey 1.000 Euro Begrüßungsgeld für jeden Flüchtling ab 3. Oktober. Aus Verkaufsanalysen von Sturmgewehren, gesponsert von Heckler und Koch. Sie müssen nicht klatschen, nachdenken reicht. Und dann haben wir schon das Zweite. Ich will nicht mal mit dem Geld sein. Das steht auf. Das ist fake. Und schade. Als Zweites, hat jemand von Ihnen vielleicht noch ein bisschen Knete übrig? Ja, Vattenfall verkauft doch gerade seine Kraftwerke in der Lausitz. Ich meine, wenn Sie noch was anlegen wollen, das ist doch noch was frei. Die müssen ja sowieso ein Namensangebot machen. Und da ist mir beim Blättern eingefallen, ich habe vor einem Jahr ein Gedicht geschrieben. Und zwar in der Rubrik Prima Klima. Von Lima bis Fukushima. Und das heißt Fuku Biblis, Vor- und Nachlese. Ihr könnt noch viel von uns lernen, sagte der Pressereferent in sich hinein und begrüßte feierlich die Teilnehmenden der von seinem Energiekonzern gesponserten Märchentage. Und als Drittes, jetzt habe ich wirklich was Märchenhaftes. Ich möchte ja eine Überleitung zum Meline machen, die auch etwas romantischer ist und habe aus den Texten, die ich am Tempelhofer Feldrand sitzen geschrieben habe, ein Gedicht rausgesucht. Das heißt Tempelhofer Freiheiten oder Landebahnblick. Abendsonne gleitet über Wolkengletscher. Orangenträume Wolken gespiegelt. Pappeln und Minarette im Schattenriss. Nur wenige Wimpernschläge bis zum Abendstern. Danke.